So, hallihallo liebe Leute. Nachdem jetzt ein neues Update rausgekommen ist für Scrolls, hatte ich mir gedacht, ich mache mal ein Vorstellungsvideo sozusagen dazu. Und zwar, wenn wir mal in den Store gehen, fangen wir direkt mal damit an. Dann seht ihr hier, kann man für Gold, was man für Kämpfe bekommt, neue Rollen kaufen. Wenn ihr euch das Spiel kauft, dürft ihr erstmal euch eins von diesen vier Decks aussuchen. Ich glaube zumindest. Auf jeden Fall von den dreien, bei dem vierten bin ich mir nicht sicher. Das kommt jetzt neu dazu. DK, ich habe jetzt einmal dagegen gespielt und es ist wohl mit extrem vielen Effekten, nicht nur mit starken Monstern, mit extrem vielen Effekten gepaart. Was extrem nervt, muss ich dazu sagen. Schauen wir uns doch mal den Deckbilder an. Das Crafting, da kann man irgendwie Karten zusammencraften, die man oft hat. Ich verstehe doch noch nicht so richtig, was ich davon habe, wenn ich die zusammencrafte, außer dass sie ein bisschen schöner aussehen, weiß nicht. So. Also, Deckbilder. Hier haben wir die vier Farben, die es gibt. Da seht ihr, ich habe gerade 60 Order-Karten, 12 Energy, 8 Growth-Karten. Und DK ist das. Weiß ich nicht, wie man DK übersetzt. Ja. Jedenfalls, ich spiele ja mit den. Da kann ich die mal wegmachen. Da kann ich die sortieren. Da habe ich nur noch meine blauen Karten. Seht ihr hier am blauen Rand. Es spielen viele mit gemixten Decks. Ich spiele momentan nicht damit. Ich kann mal zeigen, was mit dem Crafting passiert. Das kann ich hier mit dem New Orders machen. Moment mal, Move. Ah, jetzt verstehe ich das. Da kann ich weiter ziehen. Das ist natürlich cool. Trotzdem kann ich mal damit zeigen. So, und zwar. Ah, Deckbilder. Müsste es erst hier rausnehmen. Habe ich hier noch irgendwo drin? Kurz sortieren. Obelisk. Wenn ich eine ABC sortiere, müsste es doch da sein. Ist doch gar nicht drin. Warum steht es hier viermal? Wenn ich ein Crafting gebe, ist es nur noch zweimal. Ah, ich darf von meinem vorgebauten Deck nichts benutzen zum Craften. Okay. Das macht Sinn. Also ihr dürft bloß Karten sozusagen, die ihr irgendwie durch Kartenpacks oder so bekommen habt, zusammen craften. Das wusste ich gar nicht. Ja. Naja, jedenfalls gehen wir mal in die Arena. Und spielen. Eigentlich würde ich ja lieber ein Ranked Match spielen. Damit ich einen ebenbürtigen Gegner bekomme, aber da das wahrscheinlich ewig dauert, werden wir das Quick Match auch mal aktivieren. Ja, da haben wir schon eins. So, der spielt anscheinend auch Order gemixt mit Growth, denke ich, ist das. Ich bin dran. Oh, na, hallo ich. Kann aber nichts spielen, nichts Sinnvolles. Es ist nicht ganz so kritisch, wenn man in der ersten Runde nichts spielen kann, weil das ist hier ein bisschen anders. Dadurch, dass die Kreaturen jetzt schon mal zwei Runden brauchen, wenn sie angreifen dürfen. Oder oft zwei Runden brauchen. Oder teilweise auch drei, wenn sie besonders stark sind. Das ist eine Ausnahme, die muss bloß eine Runde. Aber die explodiert auch nach dem Angriff. Also die macht einen Kamikaze-Angriff. Mit vier Schaden. Da. Plus One Attack. Werde ich wahrscheinlich das hier opfern. Also ihr seht schon, das Problem ist, was ich eigentlich habe. Dass meine Handkarten viel zu schnell wechseln. Das Problem ist nicht, wenn man keine Handkarten mehr hat, ist man nicht mehr wirklich gefährlich. Und ich hatte eigentlich viel zu viele Zaubersprüche schon am Anfang auf der Hand. Also, weil. Entschuldigung. Weil mein Deck darauf ausgelegt ist, schnell viele Kreaturen eigentlich zu haben. Anstatt sowas, was ich jetzt hier habe, in Aktionen.
brauche momentan noch die Dingens. Wenn du nicht kannst, you may increase counter by one to increase the structure attack. Aha. Der kann Strukturen, Attacke, Angriffsschaden geben. Gut. Noch ein Order gekriegt, wenigstens das. Den will ich nicht. Der soll nicht angreifen. Ranged Attack. So, verzaubert hat er nix. Ich lasse den mit Absicht durch, weil ich muss drei von diesen Türmen, Idolen heißen die Idols auf Englisch, zerstören. Sag mal, eins zu opfern, um dafür sozusagen einen Vorteil auf dem Schlachtfeld zu haben, ist nicht so schlimm. Es geht darum, wer zuerst drei verliert, hat verloren. Und er hat auch nur zwei Handkarten, das gleiche Problem wie ich gerade anscheinend. Generell war das jetzt immer ein sehr, sehr spannendes Spiel. Und. Nein, ich darf nichts von angreifen. Ich weiß noch eine Runde später. Und. Auch. Hm? Okay. Aua. Kann alles noch spielen. So, jetzt hat er 4 Schaden und kann er dann nichts machen. Also kann eigentlich, ich denke zumindest, er kann nur die erste Kreatur angreifen, was eine Wand ist, die ich hier gerade beschworen habe. Die sozusagen einfach im Weg stehen bleibt. Genau. Aber der hat hier jede Menge Ranged Attacker, das ist nervig. Und das nützt mir momentan gar nichts. Ah, das gibt mir plus 3. Eine Einheit plus 3 Angriff bis zum Ende der Runde. Das brauche ich jetzt noch nicht. Bis jetzt bin ich ein bisschen im Vorteil. Problem ist, wir sind jetzt bei 5. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Da holt man 2, 3 Kreaturen raus und dann ist es bäh. Aber ich habe ja auch nur eine relativ stabile Kreatur. Und das ist ein bisschen nicht so schön. Bisschen nicht so schön. Der muss das jetzt da hoch. Was ist das? Eine Wall. When proximity charge comes into play, one copy is summoned on a random adjustment tile. Also adjustment tiles sind immer umliegende Bereiche sozusagen. Der 2 Angriff. Ich kann nochmal opfern. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt opfern soll. Für Resource oder für Karten. Wahrscheinlich eher für Karten. Ja, da habe ich meinen General. Die Kombo aus dem und dem General ist nämlich gemein, weil der General, immer wenn der auf 0 kommt,
wären alle umliegenden Kreaturen, wird der Count dann auch um 2 reduziert. Dadurch kann dann so ein großer Bereich, wenn du die schön zusammen hast, so ein großer Bereich alles auf einmal angreifen. Was sehr passend ist. Aha. Attacks a randomly selected tile on opponent's board. Der hat 6. Schade, da kann ich das Roadtrap noch nicht benutzen. Ich weiß nicht, ob ihm klar ist, was hier passiert. Hätte jetzt nach hinten aber casten sollen. Das wäre sinnvoller gewesen. Dann schon wieder ein Totem. Wenn Clock Library Counter bekam 0, Clock Library ist. Aha, wenn das auf 0 sinkt, dann bekommt derjenige 4, ne 3 Rollen. Hat einen Counter von 4. Ich kann das jetzt zerstören, da stirbt er aber. Ich glaube, ich zerstöre lieber das hier. Spikey 2. Ich werde das jetzt mal opfern hier. Und das mal verdoppeln. Und dann den dahin casten. Kommst nicht dran mit deinem fetten Ding. So, und da hat er 7 Runden. Das ist schon sehr gut, weil dann muss er eine ganze Weile jetzt ohne auskommen. Ohne ziehen. Und, oder ohne mehr ziehen. Also 3 Karten ist echt viel. Das ist nicht zu verachten. Au. Naja, jetzt macht er mein Relentless kaputt. Arsch. Wie gesagt, die sollte man irgendwie nah beieinander haben, weil der gibt, wenn er auf 0 sinkt, plus 2 Angriff auf alle Umliegenden und der gibt halt diesen reduzierten Cooldown. Was schon relativ cool ist. Eigentlich sollte man die sozusagen hier nebeneinander stehen haben. I! Der ist auf Relentless. Oh, Oh, Den werde ich wohl opfern müssen hier. Moment mal. Attacking Unit, okay. Diese ganzen Quatsch kaputt machen hier. Ich hätte immer noch 5 Runden, bis er ziehen darf. Burn. Oh. 3 Schaden, das ist schon heftig. Mano. Ach, wieder dieses blöde Mistteil. Ich weiß nicht, ob ich die Mauer wirklich bauen soll. Ich glaube, ich versuche eher andere. So, der hat 3 Schaden.
Graphics und 3 macht das kaputt. Das sieht momentan relativ gut. Das Problem ist, dass jetzt nach dieser Runde er angreifen darf, glaube ich. Wie gesagt, ich muss bloß 3 zerstören. Wenn er mir 1 zerstört oder sowas, ist nicht so schlimm. Ach, was nächstes kaputt. Mann, lass doch mal meinen Schaden stehen. Ist doch doof. Hier kann ich noch jemanden plus 1 Angriff und plus 2 Leben geben, was auch relativ sinnvoll ist. Was ist das denn? Okay, wenn das Ding angreift, kriegen alle meine Verbündeten einen Schadenspunkt. Der hat 7 Angriffe, ey. Wem ist eher, dass er meinen General kaputt machen will, glaube ich. Ey, und 7 ist schon viel, was da steht gerade. Hab ich 8 Angriffe maximal. Noch ein Relentless 7-7, ey. Der ist später echt fett. Mit seinem Deck. Ah, sind ja beide tot. Weil Spiky und so. Das ist super. Alter, dafür kann ich angreifen. Ach, fuck. Der hat ja mit seinen 2 großen Kreaturen schon was auf dem Feld und der darf bald ziehen. Ja, Burn. War mir fast klar. Der macht jede Menge Kreaturen mit seinen 3 Schaden weg. Was für mein schwacher Spike sehe ich ja gerade. Lobber, was heißt denn Lobber? Okay. Der schmeißt sozusagen sein Zeug. 4, 6. Einen Sacrifice-Attack machen, um 2 Schaden an einer bestimmten Kreatur zu machen. Moment mal, das brauche ich. Ja, ich wollte schon wieder angreifen. Hast du vollkommen richtig erkannt. Durch die Fähigkeit von dem. Beziehungsweise, weil sich halt gegenseitig. Der durfte angreifen, dann durfte er nochmal angreifen. Oh, Plating. Der nächste Schaden wird ignoriert. Mäh, das ist ekelhaft. Gravelock. Other Gravelock, you control, give us 1 plus 1. Thought Trap brauche ich jetzt nicht zwangsläufig. Beide angreifen mich 14 Schaden hier. Bäh. Soll er mir eins kaputt machen, wenn er unbedingt meint, dass er muss. Kann er sogar 2 kaputt. Nein, er kann mir eins kaputt machen. Und er darf Karten ziehen, jede Menge. Ist nicht so schön.
Aber noch so eine Runde unten und dann ist eins weg. Bräuchte Schaden, dann bräuchte ich immer noch 7 Schaden. Das schaffe ich aber. Nach oben ziehen kann nur mit einer. Na, die kann aber einmal durchhauen. Dann habe ich keinen 7 Schaden mehr. Düdüm. Ja, oder so kann auch mit beiden hochziehen. Ja, jetzt haut er mir die Reihe weg. Toll. Toll, toll, toll. Das ist scheiße. Da habe ich jetzt jede Menge verloren. Das könnte gerade wieder game-changing sein. Also es könnte das ganze Spiel rumdrehen. Nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Hier habe ich jetzt echt gerade das Problem, dass die Fetten, die kriege ich einfach nicht weg. Bin ich dazu gekommen, auf die Schaden zu machen. Attacks a random open unit, it dealt one damage. Boah, jede Runde? Na herrlich. Ich hasse Totems. Jede Runde kriegt irgendeine meiner Kreaturen einen Schaden. All units decrease their countdown by one. Okay, oh je. Oh je. Jetzt geht so viel bei mir drauf. Tunische Kodan ist. Ich brauche noch zwei von diesen Teilen von ihm. Momentan ist er im Angriff. Er kann jedes Mal, wenn die angreifen, einen so ein Teil zerstören, wenn er wollte. Oder sogar mit den Kombinationen reicht es schon. Dann kann er mit dem noch eins fast kaputt machen. Lobber. Was, das Ding hat... Oh, jede Runde, ey. Jede fucking Runde. Das ist nicht euer Ernst. Der hat bloß 6 Leben, das ist ein One-Hit für so einen Typen. Ja, das sind wir Crease Counter by. Pushback kann ich mir noch aufheben. Ich hab doch 2 Angriff. Hier, ey. Gravelock Elder. Das ist auch so ein Deck, was später im Spiel vielleicht extrem nervt. Das erste habe ich ihm easy weggehauen, aber danach bin ich jetzt etwas in Schocken geraten. Also sagen wir mal, meine mittlere Spielzeit, also wenn ich gerade so auf die 5-6 Ressourcen komme, ist relativ gut. Aber dann danach. Also das ist eher das erste Spiel. Play a spell on a random one that deals 2 damage to random idol under their control. Oh, ist das ekelhaft!
Jetzt hat er halt die Hoheit über die. Übers Feld. Mist. Hä? Der schießt doch jetzt. Hä? Der schießt nur auf die ersten drei? Das ist ja mal interessant. Ja, jetzt macht das hier oben kaputt. Ach, geh mir nicht auf den Sa. Ach, das ist so dumm. Das ist so ein defensives Deck. Alles Range, 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 Range oder Relentless, ey. Ja, schon wieder. Wie oft hat der den Hellspitter-Motor? Ich muss das Vieh wegkriegen. Das ist mein größtes Problem momentan. Der hat noch so ein Ding da vorne auf der Hand. Und ich habe wieder keine Handkarten. Das ist total nervig. Da kann ich wieder 4 freien Schaden noch nicht machen. Das ist echt nicht das einfachste Spiel. Ja, dann holt er. Ja, klar. Es ist aber dumm, was du gerade machst. Dann hole ich den nicht. Nein, hole ich nicht. Aber doch hole ich trotzdem die O2 weg. Na, ja, da hole ich den nächsten da oben. Ach. Plating. Ach, ich hasse es. Aber das wollte ich gar nicht angreifen. Problem ist, er zerstört mir. Randomly Tile. Vielleicht er muss gar nicht treffen. Ja. Weil ich zu doof war. Das ist so nervig. Das ist so dumm. Wenn du quasi keine Kreaturen mehr hast, ist es einfach nur noch nervig. Gut, das schmeißt halt einfach ihre die Scheiße durch die Gegend. Ist jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Hm. All units decrease the counter by one. Nö, damit ist meine Einheit, sind meine Einheiten wieder alle weg. Herrlich, ey. Ne, dann ist nur die erste Einheit weg. Oder auch nie. Ja, damit sind beide weg. Toll. Aber wenn damit angreift, ist es mir egal. Yay. Das ist so gut wie entschieden. Toll. Ah, den anderen noch beschworen, ja. Das habe ich wohl verloren. Aber zu Recht. Also der hat einfach die besseren Karten und auch die besseren Taktiken. Sandoriel.
Was mir noch so ein bisschen fehlt, man kann nicht einsehen. Irgendwie. Jetzt, während der zieht. Was er so hat. Ich habe jetzt hier drei Verzauberungen. Das ist aber auch ein Pech, was ich gerade habe. E-Hupe, der macht noch zwei Platten mit diesen Riesen und dann ist gut. Also, das ist so gut wie entschieden. Mist. Mist, 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 Mist. Desperation. It is sended one damage, okay. Oh, und Plating, komm. Ah, da schießt du mal irgendwo hin. Also, dass das hier trifft, das ist schon echt Zufall. Aber man macht ja nicht so ohne Ding kaputt. Ist halt Quatsch mit sowas auf der Hand. Yay! Wenn er immer so eine Übermacht hat, dann kann er einfach alles platt machen, was ich auf dem Feld stehen habe. Gut ist. 14 Schaden mit Relentless tut, ey. Hätte ich das auch sparen können. Range Attack, Armor 1. Hm. Es ist halt Quatsch. Yay. Kann ich das nochmal bauen? Und den hinsetzen. Aber der, wie gesagt, 14 Damage. Ich kann ganz 8 aufhalten. Passt ja genau. Ja, hätte ich auch sparen können, das wäre genau so gegangen. Mhm. Und tot. Das ging böse in die Hose. Tja. Rewards 82 Gold habe ich bekommen. Sandoriel left the game. Profile. Auch wieder 140 Spiele und davon 73 gewonnen. Surrendered 41. Okay. Ja, schade. Das ging wohl nach hinten los.